Ja, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Eidadon zu einem neuen Part. Was ist das? Super Mario Maker für den 3DS. Ja, heute gibt's wieder eine Challenge. Ich hoffe, heute schaffen wir ein bisschen mehr als nur ein Level. Ja, ich werde euch gerade meine Facecam präsentieren. Der Ton der Facecam ist wahrscheinlich wieder herzlich schlecht, aber ich präsentiere euch jetzt mal die Sache der heutigen Challenge. Ich habe hier eine Packung wundervoller Trockenfeigen. Sie sehen herzlich lecker aus. Nicht. Ich sag's mal lieber nicht, wie sie aussehen. Wir sind noch nicht nach 22 Uhr. Ist noch ein bisschen zu früh, um darüber zu sprechen, wie die aussehen. Level 1 haben wir letztes Mal geschafft. So, jetzt geht's in Welt 2. Level 2 meine ich natürlich. So, und dann sind wir hier und dann erkläre ich mal, was ich damit will. Was ich will ist, jedes Mal, oder was ich nicht will, aber was die Challenge ist, ist, jedes Mal, wenn ich abkratze, muss ich einen dieser wunderbaren getrockneten und braun getrockneten Feigen naschen. Und sie sehen herzlich lecker aus. Alle sind's, naja gut, dann sind sie halt alle. So oft werde ich hoffentlich nicht abkratzen. Sind einige drin. Naja, mal sehen, ob ich so oft dann nicht abkratzen werde. Sind, Moment, lass mich mal zählen. 1, 2, 3, 4, 8, 10. 10 Feigen sind drin, also. Vorher werde ich wahrscheinlich kotzen. Bevor die Feigen alle gehen, also. Ich hoffe nicht, dass es dazu kommen wird, dass ich alle 10 Feigen schnabulieren muss. Also, ja. Ich hoffe, ich stelle mich heute ein bisschen besser an. Sieht zwar gerade nicht danach aus, aber. Hops. Ja, das sieht in der Tat nicht so aus. Na toll. Jetzt habe ich den Pilz verschenkt. Und wie komme ich jetzt da durch? Durch die Röhre komme ich wohl nicht durch. Und schon habe ich verkackt. Öffnen wir mal diese wunderschöne Packung mit so einem kleinen Kugelschreiber. So. Miam, lecker. Och, wie sehr ich keinen Bock drauf habe. Ich nehme meine Nase. Oh, kacke, wie das riecht. Ich habe hier was zu trinken neben stehen, weil ich den leckeren Geschmack mal ein bisschen verdünnen. So sieht das Ganze aus. Das sieht ein bisschen, ja, ich werde es nicht umschreiben. Ach, lecker. Rein damit. Schmeckt so räudig. Jetzt mal ein bisschen besser aufpassen. Ganz so eklig wie die Zitronen schmecken sie nicht, aber. Wow. Schön getrocknet.
Ordentlich. Ich werde mal vorlesen, was die Sache ist. Getrocknet. Steht noch irgendwas drauf. Könnte auch fermentiert sein. Hm. Steht zwar nicht drauf. Zutaten, Feigen, ja. Bei dieser Ware handelt es sich um Naturprodukt. Ja. Ganz viele Kohlenhydrate hat das Teil. Hm. Lecker Schmecker. Noch muss nichts trinken. Nö. Noch nicht. Und noch kann ich es aushalten. Ach, ich habe so Kerne im Mund. So ein. Ich habe einen feigen Kern im Mund. Ah, lecker. Und da sind die Buhus. Ja, hervorragend. Was, die Zeit schon vorbei? Alter Schwede. Und kratze ich wegen der Zeit ab. Alter. Das wär's. Och nö. Och nö. Komm, das war unerwartet. Los durch die Tür. Hä? Wie, ich kann nicht durch die... hä? Ich komm da doch nicht durch diese Tür. So ein Mist. Skippen kann ich das Level auch nicht, oder? Ich flieg doch nicht so lange, dass der durchgehen könnte. Hm. Seltsam. Seltsam. Ich komme auch nicht wieder zurück. Gibt's da irgendein. Hä? Gibt's da irgendein Rätsel für die. Gibt's irgendwie eine Lösung für das Rätsel? Ich weiß, dass. Zeit ist kurz. Ah, ich könnte das eventuell durchkicken. Dass ich dann sozusagen zwei Trampoline hier drauf habe. Also einmal hier in die Hand nehmen und dann. Ja, nicht gegen die Wand werfen. Einmal da drauf stellen. Ja, Zeit vorbei. So. Ich zieh mir die zweite rein. Auf euer Wohl. Damit ihr mal seht, wie das Zeug von innen aussieht. Könnt ihr das sehen? Hm. Hat nicht die beste Auflösung, die Facecam immer. Hm. Manche Leute mögen das, ja. Getrocknete Feigen. Immer. Bei mir erzeugt das halt wirklich einen Ekel, also. Vielleicht gibt es den einen oder anderen da draußen, der das frisst und nicht dem das schmeckt, aber. Prost. Mein Magen wird rebellieren dagegen. Und das sage ich euch. Und so sehr. Hm, dann will ich nochmal abkratzen. Ich habe doch gerade erst einen Mund. Oh Leute, ich kann das nicht essen. Das schmeckt so derbe abartig. Wow.
Und jetzt klebt die ganze Scheiße auch noch hier. Ich kann ja das Trampolin da unten weg. Nein. Ich will nicht mehr. Los. Die dritte. Das sieht besonders nett aus hier mit matschig Rest nicht. Kommt eine halbe. Ja. Einmal den nächsten Rest für aufs nächste Mal auf. Abartig, diese Challenge. Ich freue mich schon fast auf die nächste Challenge. Weil ich weiß, was ich da reingeplant habe. Das geht fast in Ordnung. Dagegen, was die bisherigen Challenge waren. Nun nicht abkratzen. Und Buhu folgt mir. Hervorragend. Weißt du was? Bist ein Arschloch, Buhu. Mit Knuspern hier die Kerner zwischen den Zähnen. Weg mit dir. Da kann ich nicht rein. Was? Was? Das gibt's doch gar nicht. Nö. Ja. Widerlich, was mir hier antue. Für diese Berserker Games. Ach, willkommen bei den Berserker Games, sag ich. Dümmste Idee, die ich hatte. Seit immer. Oha, diese Buhus, die sind auch wirklich zum Kotzen. Och nö. Jetzt kann ich mir nochmal die halbe Pfeile hier reindrücken. Nom. So, weiter geht's ja mit diesem Level. Wir schaffen wahrscheinlich heute auch wieder nur eins. So sieht's aus. Sieht wieder danach aus, als ob es wieder nur ein Level wird. Aber ich habe noch keine Idee, wie wir das mit der Tür dort schaffen, aber wir werden es irgendwie hinkriegen, also. Aber wovon ich eine Idee habe, ist, dass ich mich jetzt besser anstrengen werde und nicht nochmal abkratzen werde. Nein, danke. Haben Sie noch von diesen Feigen? Von diesen feigen Früchtchen hier. Du feige Frucht. Das ist sowas von feige. Alleine traust du dich nicht, aber mit deinen 10 Kollegen hier. Da ist alles in Ordnung. So. Die Piranhas werde ich jetzt mal ordentlich abschießen. Na toll. Und das habe ich mir auch versaubeutelt. So, och nö. Muss das sein? Wie kriege ich jetzt das hier? Och scheiße. Kriege ich das jetzt hier hin? Das springt doch immer wieder zurück. Ich habe ja auch noch ein Zeitlimit, das ist ja das Bescheuerte. Ich kann durch die Tür einfach nicht durch. Da brauche ich irgendwie, glaube ich, etwas mehr von diesen. Müsste ich mir, glaube ich, hier eins mitnehmen. Noch eins von den Trampolinen. Ich habe keine Idee, wie ich da durchkomme. Komme ich dann nur mit Feuerblume durch? Oder was ist die Lösung dieses Rätsels? Kommt man da besser durch, wenn man zwei Trampoline hier vorzuweisen hat? Oder was ist da los? Das Rätsel ist Lösung, ist mir unbekannt. Prinzipiell, wenn das Ding hier richtig draufstehen würde, wäre das vielleicht eine Alternative. Ja,
Könnte ich dazu schnell eine Wand dorthin backen? Hier durch. Nice. Und nun. Ein paar Sekündchen habe ich noch. Da hinten ist schon die Zielflagge sichtbarer. Weiter. Oh, schon wieder so ein Rätsel, wo ich nicht weiß, was ich tun soll. Ja, und was? Wandsprung. Geht Wandsprung hier? Och Mann, dieses Level, das überfordert mich doch hier maximalst. Oh, Trampolin. Ich will keine Trampoline mehr sehen für mein ganzes Leben. Nach diesem Level. Oh Mann, 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 Mann. Und die Zeit geht auch zu Ende. Ja, nice. Wenn ich jetzt hier wegen der Zeit aufhören muss, weil die Zeit vorbei ist, dann mach Schluss. Ihr habt's gesehen, wie man hinkommt, und vielleicht müsste ich mir eins von denen mitnehmen. Das wäre eine Option. Eins von denen mit hochnehme und dann hier auf das Teil hier drauf stelle, oder? Das wäre doch eine Option, oder? Hier noch auf das dritte drauf. Irgendwie könnte man so das machen. Man das in die Hand nimmt und dann da oben drauf wirft. Hier so drauf werfen. Hier so. Es erfordert wieder unheimlich viel Geschick. Wie gesagt, ich höre jetzt hier auf, wenn die Zeit mich abwirkt. Ist absolut nicht mehr lustig. Och nö, jetzt habe ich das eine wieder runtergeschubst. Das hier. Ja, komm. Komm. Und jetzt. Zack. Ja, komm. Du warst doch schon drin. Von hier aus vielleicht. Ja, von hier aus. Und zack. Und zack. Ja, vielleicht geht's ja jetzt. Muss ich wirklich alle da drauf werfen. Ja. Und die Zeit hat nicht abgewirkt. So, ja, gut. So ist gut. Ich weiß, wie man zur Zielflagge kommt. Ja, zum Trost dafür, dass ich das jetzt abgebrochen habe. Kostbare Zielfahne. Ess ich noch eine. Auf euch. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Abo, wenn ihr neu auf der Kanal seid und ihr kein weiteres Video mehr verpassen wollt. Ja, gehabt euch wohl, habt noch einen angenehmen, festlichen Tag. Gehabt euch wohl. Haut drinne, hier.